So, geh weg. Die Spitzhacke ist leider schon fast durch. Ha, das ist auch nicht schön. Haben wir einen Ersatzspitzhacken dabei? Ja, haben wir. Das haben wir Gott sei Dank. Auch eine Ersatzaxt. Mein Gott, sind wir gut vorbereitet. Das ist ja fast schon eklig. Gut, dann gehen wir mal da hinten weiter. Au. Ich hoffe halt, wir finden noch etwas. Ne? Und so. Die Leute, die schon wissen, was ich suche. Ich glaube, ein paar Tipps habe ich ja gegeben. Die werden schon wissen, was ich meine. Ja. Au. Wieso? Wie ist das jetzt passiert? Ich habe doch Shift gedrückt. Hm. Interessant. Ja, toll. Hat viel gebracht gerade. So. Die Axt ist noch wunderbar intakt. Da 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 da. Upsala. Pilz. Anderer Pilz. Ups. Huch, das wollte ich nicht. Okay, weiter geht's. Wir nehmen uns den Pilz davon mal vor, weil wir haben nur 10 von den braunen. Ah, schon 50 von den roten Pilzen. Heißt, wir brauchen noch ein paar Brownie. Ja, wir brauchen noch ein paar Braune. So, was können wir noch wegwerfen? Ja, ganz ehrlich, das Brot werden wir eh gleich essen. Da brauchen wir jetzt nichts wegessen, deswegen. Dann werden wir einfach das Brot, den Brotplatz, benutzen, sobald das aufgebaut ist. Ui, ein Dorf. Cool. Scheiße. Das war ja jetzt schlecht. Mann, war das schlecht. Wisst ihr was? Ich geh mal dahinter. Vielleicht haben die ja was Schönes für uns. Wird ja auch bald wieder Nacht, ne? Sieht zumindest so aus. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. So einzeln stehende Häuser? Hallo? 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 Warum kann ich dich anbabbeln? Den kann ich anbabbeln. Leider keine Karte für mich, der gute Herr. Die kann man scheinbar nicht anbabbeln, die mit den grünen Hemden, ne? Nö, die sind zu doof. Das ist natürlich mega. Das ist Weizen. Karotten brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Tolles Dach. Aha, aha. Ja, es wird jetzt ein bisschen eine ungemütliche Nacht, vermute ich mal. Wow. Alter, ey. Ja, ich spiele mal so ein bisschen den Dorfbewächter. Bewächter, Bewacher. Wie cool ist das mit dem Pilz? Hübsch. So, hier mal Kartoffeln, ne? Nehmen wir die mal mit. Noch mehr Kartoffeln, sehr gut. Warum uns eigentlich auch keine dumme Suppe craften? Alter, was ist denn hier drin los? Mal ganz kurz, hat jemand von euch vielleicht eine coole Karte? Bratner Kabeljau, aha. Eine Axt. Für 8 Smaragde, ey. Ja, nö, Jungs, ist nicht so verlockend. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Nicht so cool. Ups, Entschuldigung, ich hab da der Creeper. Ne, der Creeper war's. Ich auf jeden Fall nicht. Aber hier gibt's keine Schmiede, oder? Oh, doch, die gibt's. Perfekt.
Dann gucken wir doch mal kurz. Machen wir kurz dicht. Wow. Das ist ja wohl die mickrigste Ausbeute, die ich je in der Schmiede gesehen habe. Ach du Kacke, ja gut, immer ein Brot. Kartoffel. Brat mal meine Kartoffeln. Ganz ehrlich. Wenn wir schon mal da sind. Habe ich eigentlich schon die Koordinaten gezeigt? Also hier, Fritte, falls du willst. Zukunftsfritte natürlich. Bedien dich. An den Koordinaten. So, wir nehmen mal ein bisschen die Bücher mit, komm, oder? Kann man doch mal machen. Ich bin mir sicher, die sind uns da nicht böse. Oh, es hat aber was. Kartoffel. So, es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die fertig gebraten sind. Ich beschütze dich. Ja. Pilz ist echt cool. Muss man einfach so sagen, ne? Also es hat was. Hat definitiv was. So, hier hinten haben wir noch ganz, ganz viel von dem Pilzland. Also von diesem Wald. Die Frage ist halt wirklich nur, puh. Lohnt sich das jetzt hier so wirklich, was ich hier tue? Irgendwie bis jetzt noch nicht so, ne? So. Bauen wir hier mal ein bisschen Pilz ab. Okay, schnell hier weg. Wir müssen nach rechts, da war nämlich das Dörfchen. Boah, wie viele Spinnen hier einfach sind. Auch nicht normal. Wir könnten uns auch ein Bett craften, rein theoretisch. Sieht die eigene Hand da unten links, ne? Nehmen wir sie. Ach, die Pilze sind das, die man sieht. Bin ich die ganze Zeit schon völlig verunsichert. Was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall noch Platz für die gebratenen Kartoffeln. Gut, Brot ist ja bald weg. Pilzsuppe können wir jetzt auch einiges machen eigentlich. Machen wir dann auch bald. Kartoffeln, Kartoffeln. Viel mehr Karotten, Karotten. Verpiss dich! Ja, ja. So, wo haben wir denn die Schmiede eigentlich? Die war hier hinten, ne? Auch interessant. 24 Ofenkartoffels. Da machen wir doch gerade mal ein Bett, oder? Wir haben einfach zu viel Krempel in den Taschen. Ah, die Melonen, ey. Ganz ehrlich, braucht halt auch keine Sau, wenn man ehrlich ist, ne?
Ist jetzt auch nicht abschätzig gemeint oder so, aber die braucht halt wirklich keine Sau. Oder braucht jemand von euch? Er dreht sich um, er guckt gar nicht erst, nö. Siehst du? Keine Sau. Ich habe jetzt bestimmt wieder irgendwas aufgenommen. Ja, dummer Faden. Den auch keine Sau braucht. So. Ich glaube mir hier ganz kurz ein Stück Baum raus. Du bist nur Sau. Versteck dich nicht. Skelette waren früher aggressiver. Jetzt sind sie taktischer. Man muss natürlich sagen, nee, sie sind gar nicht aggressiver. Sie sind einfach nur halt cleverer und greifen nicht mehr dumm an, sondern ziehen sich halt auch mal zurück, wenn es an der Zeit ist. Ich mache mal ganz kurz die Schere hier hinten rein. So. Können wir nämlich jetzt das Zeug craften. Hier gibt es kein Crafting Table drin. Ah, wir haben aber einen. Super. Richtig gut vorbereitet, fast schon. So, einmal das, einmal das, einmal ein Bett. Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Geht nicht. Es ist eh Tag. Na super. Weiße Wolle. Was passiert denn da draußen schon wieder? Gut, nix. Sehr, sehr schön. Das brauchen wir nicht. Jo, die Frage ist, warten wir jetzt hier noch auf die Kartoffeln oder. Oder schneide ich das raus oder keine Ahnung, ey. Siegst jetzt halt auch irgendwie jenseits von Gut und Böse, ne? Muss ich ja mal sagen. Also. Ja. Wir können. Oh, wir können uns mal Dinger hier. Suppen craften. Wenn wir schon dabei sind. Komm, ich werf die Schere mal kurz beiseite. So, der Baum wird mal ein bisschen dezimiert. Das tut dem ganz gut. So. Schere, ja, wir erinnern uns dran, dass die hier liegt. So. Zack, paar Schüsseln. Aber nur ein paar natürlich. Achso. Ja. So, wie geht das jetzt? Schüssel, Pilz. Das geht schon mal gar nicht. Weil man so nicht craften kann. So, Pilz, Pilz, Schüssel. Kann man es eigentlich variieren? Ja, kann man egal wie. Und Pilzsuppe kann man nicht stacken. Toll. Richtig toll. Oh, das gibt's doch nicht. Welcher Mensch kam auf die Idee, dass man Pilzsuppe nicht stacken können soll? Das ist ja jetzt das Ätzendste überhaupt. Mal ganz im Ernst. So, wir hauen das hier weg. Das Holz braucht doch keine Sau. Ja, komm, wir werfen mal die Erde weg. Die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, wenn wir die Kartoffeln noch voll bekämen, wäre das wunderbar. So. Haben wir es jetzt? Nö. Spannung. Ja, es ist echt dumm. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht mit den Suppen. Dass man die nicht stapeln kann. Ganz ehrlich, 4 Eisenbarren brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Aber wir brauchen jetzt auch keine Pilzsuppe. Das ist halt so das Gegenargument. Die Kohle können wir eigentlich auch hier lassen. 64 dürfte reichen. So, jetzt brauchen wir noch eine Kartoffel und dann haben wir es auch. Dann können wir endlich weiterfahren. Oder laufen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Zack, okay. Obwohl, warte mal. Bevor ich das jetzt wirklich mache, allen Ernstes.
Ups. Nehme ich lieber die Kohle mit. Okay, so viel hierzu. Danke, liebes Dorf. War schön mit euch.